Hallo. Ja. Was sagen Sie denn zum österreichischen Sieg gestern bei der Fußball-WM gegen die Niederlande? Ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war ein tolles Spiel und unsere haben sehr, sehr gut gespielt. Ich bin sehr glücklich darüber und ich hoffe, es geht so weiter. Ich glaube, entscheidend ist auch der Trainer, der Rangnick, der sehr kompetent auf mich wirkt und die Zukunft schaut eher rosig aus. Was glauben Sie denn, wie weit wird es denn gehen in dieser Europameisterschaft für die Österreicher? Naja, vielleicht nicht bis ganz hin, bis ganz oben, aber doch zweiter, dritter Platz könnte möglich sein. Jetzt ist ja das Achtelfinale, das als nächstes ansteht und Aha. da gibt es ja einige Möglichkeiten. Türkei, Tschechien, aber auch Georgien könnten da als Gegner ins Spiel kommen. Wer glauben Sie wird es denn, beziehungsweise wen würden Sie sich wünschen als Gegner? Ich kenne weder die Türken noch die Georgier noch die, wer war Dritter? Tschechien. Tschechien. Naja, nachdem ich Verwandtschaft aus Tschechien habe, würde ich sagen, die Tschechen. Ja, würde ich denen gönnen. Ja. Gestern, wo haben Sie denn das Spiel mitverfolgt? Zu Hause. Zu Hause mit meiner Frau. Und die ist auch fußballbegeistert, so wie Sie? Naja, nein. Muss ich ehrlich sagen, also die interessiert es wenig, aber nachdem ich sie da infiziert habe jetzt, und sie mich auch. Also glaube ich, vielleicht wird sie noch bis zum Ende dabei sein. Wird sie noch durchhalten? Ja, muss sie. Also ich würde mich freuen, wenn sie es macht. Aber bei Frauen kannst du nie sagen, wenn sie nicht will, will sie nicht. Ja. Und sie ist eine ziemlich energische Frau und weiß, was sie will. Ja, so soll es sein. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Hallo, Entschuldigung, sind Sie aus Österreich? Nein, wir sind aus Deutschland. Ach, schade. Trotzdem, Fußball gestern haben Sie mitverfolgt. Österreich hat gewonnen gegen die Niederlande. Ja, das war ein Megaspiel. War ein Megaspiel. Waren Sie überrascht? Hätten Sie es Österreich zugetraut? Nein, ich hab's für euch gehofft. Und das Endspiel Österreich-Deutschland ist schon gesetzt, oder? Das heißt, Sie jetzt tippen auch drauf, dass Österreich eventuell sogar ins Finale kommt? So gut wie die spielen, ja, tatsächlich. Glauben Sie, liegt das auch so ein bisschen am Trainer, Ralf Rangnick? Ich kenne den Trainer nicht, aber das Spiel hat mir gefallen. Ich habe auch keine Ahnung von Fußball, aber das war schön anzugucken. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. Wie zufrieden waren Sie mit dem Ergebnis? Wie groß war die Freude? Nee, war sehr überragend. Ja, alles hat gepasst. Selbst wir als Deutsche sehen das so. Glauben Sie, jetzt sprechen natürlich schon einige vom Traumfinale mit Österreich gegen Deutschland. Ist das möglich? Ist das in Sichtweite? Das ist kein Trauma für uns. Ne? Traum, kein Trauma. Traum. Traumfinale. Ja, nee, auf jeden Fall, natürlich. Freuen wir uns drauf. Jetzt Achtelfinale für Österreich, möglicher Gegner Tschechien, Georgien oder aber auch die Türkei. Wer glauben Sie wird's und wer wäre da der beste Gegner? Ich denke auf jeden Fall Tschechien, aber absolut machbar für Österreich. Wie glauben Sie, hat es da jetzt, ich meine, Österreich hat sich da schon ein bisschen gemogelt hier zum richtig guten Fußball, ja. zur guten Fußballnation. Wie sehr glauben Sie, liegt das denn am Trainer? Ja, das glaube ich weniger. Am Ende muss die Mannschaft spielen. Definitiv. Wo haben Sie denn gestern das Spiel mitverfolgt? Im Hotel, wo wir übernachtet haben. Alles klar, vielen Dank. Ja, gerne. Österreich gegen die Niederlande. Österreich hat gewonnen. Wie war die Freude? Wie groß? Die Überraschung war gewaltig. Haben Sie nicht erwartet? Na, was ich nicht erwartet habe, dass wir Gruppensieger werden. Ich hatte mir schon einen Sieg gegen Holland erhofft, aber dass die Franzosen auch wieder ein Unentschieden zusammenbringen und uns dadurch auf den ersten Platz verholfen hatten, das war die wirkliche Überraschung. Also die Freude war zweifellos riesengroß und ich wünsche unserer Mannschaft weiterhin das Allerbeste. Sie sehen uns schon wenigstens im Viertelfinale. Wie weit glauben Sie denn, dass es gehen wird? Glauben Sie, dass das Finale denn realistisch möglich ist? Naja, das Finale wird ein bisschen schwierig, aber so das Achtelfinale sollte eigentlich zu machen sein, weil der logische Gegner wird die Türkei sein, es sei denn, die verlieren gegen die Tschechen, dann würden die Tschechen unser Gegner sein. Gegen beide haben wir eine gute Chance, mindestens eine gleich gute wie gegen Polen. Ich sehe uns im Viertelfinale und wer uns dort erwartet, weiß ich noch nicht. Aber der Mannschaft ist sehr viel zuzutrauen. Herausragende Leistungen hat man da schon gestern auch gesehen, auch in der ganzen EM-Phase bis jetzt. Glauben Sie, oder wie weit, glauben Sie, liegt es denn am Trainer? Es liegt gewaltig viel am Trainer. Weil der Ralf Rangnick versteht mehrere Sachen sehr gut. Er versteht jedem Einzelnen Mut zu machen und seine Stärken zu kultivieren. Und vor allen Dingen stellt er die Mannschaft in den Vordergrund.
Er forciert keinen Einzelspieler, er forciert das Mannschaftsspiel. Und im Sinne dessen bringt er jeden Spieler bei, wie er bestmöglich in der Mannschaft wirken kann. Das finde ich das Großartige am Ramnik. Glauben Sie, bleibt uns der noch länger erhalten? Da werden ja jetzt sicher mehrere draufkommen, dass der ganz gut trainiert, der Herr Ranjek. Naja, sagen wir mal so, die EM machen wir jetzt mit ihm und wie es dann weitergeht, schauen wir mal. Darf ich noch fragen, wo haben Sie denn das Match gestern verfolgt? Es gibt ja ganz viele Public Viewing Plätze in Österreich und mit ganz viel Kulinarik auch. Oder waren Sie lieber daheim gemütlich? At home. Zu Hause. Super, vielen Dank. Dankeschön. Gestern gegen die Niederlande herausragend gewonnen bei der EM. Haben Sie es mitverfolgt? Ja. Und wie groß war die Freude, die Überraschung? Haben Sie damit gerechnet? Nein, die Überraschung war nicht sehr groß. Also ich habe schon damit gerechnet. Zwar nicht mit dem Gruppensieg, aber natürlich, also, dass wir weiterkommen, das war mir schon klar. Wie weit, jetzt geht es ins Achtelfinale, aber wie weit, glauben Sie, geht es denn für uns Österreicher? Bis ins Finale gegen Deutschland. Bis ins Finale gegen Deutschland, aber jetzt kommt jetzt zuerst noch das Achtelfinale. Wer glauben Sie, wird denn der Gegner werden? Das entscheidet sich ja auch heute bei den Spielen am Abend, ob es Türkei, Tschechien oder Georgien wird. Ich glaube, es wird die Türkei werden. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, im März gab es ja da das Testspiel mit einem sensationellen Ergebnis für Österreich. 6 Tore für uns, also ein großer Gewinn. Glauben Sie, das könnte sich eventuell widerspiegeln in der EM oder läuft da sowieso alles anders? Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich weiß es nicht. Bei der Leistung des Teams ist ja auch sehr viel natürlich der Trainer Ralf Rangnick jetzt im Gespräch. Wie viel, glauben Sie, ist denn seine Trainerschaft, muss man sagen, wert? Wie viel trägt das dazu bei, dass diese Leistung jetzt so hier hingelegt worden ist? Ich glaube, das trägt sehr viel dazu bei. Also Ralf Rangnick ist sicher einer der besten Trainer momentan in Europa. Und wir haben ein sehr starkes Team im Moment und man sieht, man kann auf allen Positionen gleichwertig wechseln und Spieler ersetzen und das finde ich eigentlich wirklich gut. Jetzt ist halt die Frage, wie lange bleibt uns denn Ralf Rangnick noch erhalten? Was glauben Sie, da sind es sicher mit Sicherheit schon mehrere auch drauf gekommen, dass der ganz gut trainiert? Also ich glaube, er bleibt uns weiter erhalten, weil er wird nicht Erfolg haben und dann wegen Geld zu Bayern München gehen zum Beispiel. Und abschließend, wo haben Sie denn das Match gestern verfolgt? Ich habe es gestern eigentlich nur am Handy Live-Ticker verfolgt. Also ich habe es gar nicht gesehen in dem Sinn. Nur ein paar Ausschnitte dann. Alles klar, vielen Dank, Dankeschön. Danke. Niederlande geschaut, oder? Im EM-Fieber. Leider nicht geschaut. Leider nicht, aber was sagen Sie denn zum Ergebnis? Schön. Gut. Hätten Sie es erwartet? Nein. Überhaupt nicht. Österreich als Gruppensieger jetzt rausgegangen, jetzt geht ins Achtelfinale. Herrlich. Wir können uns freuen darüber. Im Achtelfinale gibt es jetzt einige mögliche Gegner. Tschechien, Georgien, aber auch die Türkei. Wer glauben Sie wird oder wer wäre da der beste Gegner für uns? Oh, möglicherweise Georgien. Wie weit glauben Sie wird es denn gehen für die Österreicher? Bis ins Finale? Wäre schön. Wäre Ihnen zu wünschen, den Österreichern. Also sie haben gut trainiert und so weiter und ja. Was sagen Sie denn zum Trainer Ralf Rangnick und wie hoch rechnen Sie da seine Trainerschaft, muss man sagen, dazu ein, dass das Ergebnis präsentiert werden konnte? Also, so viel man gehört hat, hat das einiges damit zu tun, dass Österreich so gut dasteht. Also kann man ihm nur gratulieren, dass er die richtige Arbeit gemacht hat. Glauben Sie, wird er uns noch länger erhalten bleiben? Da werden ja jetzt sicher mehrere Länder und Vereine auch drauf kommen, dass der Ralf Rangnick dann doch ein guter Trainer ist oder dass man den vielleicht einkaufen möchte. Das kann ich leider nicht beurteilen. Tut mir sehr leid, aber... Vielen Dank, danke. Bitte gerne.